Yajñasana, die Opferstellung. Yajna heißt Opfer, Yajna heißt Opferung. Yajna bezieht sich im christlichen Kontext auf den Kreuzestod von Jesus Christus. In Indien gibt es auch Christen und die Christen sprechen auch Hindi und es gibt auch Christen in Indien seit 2000 Jahren oder knapp 2000 Jahren. Und es gibt die Tradition, dass der heilige Thomas bis nach Indien gegangen ist, der Apostel Thomas. Und in jedem Fall weiß man, dass es Christen mindestens seit Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus gibt. Und gerade in Südindien sind gar nicht so wenige. Und so, weil Yogis ja ein weites Herz haben, benennen sie Asanas nicht nur nach Meistern der Yoga-Tradition, auch manche buddhistische Meister haben ihr Asana bekommen und eben auch Christus im Sinne von Yajñasana, die auch als Kreuzesasana bezeichnet wird, weil sie von oben aussieht wie ein Kreuz. Sie verbindet auch die Stellung der Hingabe. Es ist allerdings kein stehendes Kreuz, sondern ein liegendes Kreuz. In Indien ist doch das Liegen mehr als Hingabe und Darbringung, Verehrung und Opferung gemeint. Übrigens, Yajna heißt eigentlich wörtlich Ritual, Gottesverehrungsritual, auch wenn heutzutage Yajna sehr häufig steht für Feuerritual. Yajna heißt aber allgemein Gottesverehrungsritual und Opferritual. Nila Kanta vom Yoga Vidya Berlin zeigt, wie es geht. Ausgangsstellung ist der Ausfallschritt, auch genannt Anjaneyasana. Du kannst zum Beispiel das linke Bein vorne haben und das rechte hinten. Und dann beuge, gib das Becken so tief wie möglich nach unten. Von oben betrachtet würden jetzt die Arme zur Wirbelsäule ein Kreuz machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, von hier die Arme zur Seite zu geben und auszubreiten. Entweder die Finger am Boden. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich gut vorstellen, dass das wie ein Kreuz ist. Du kannst auch noch den Kopf auf den Boden geben, was jetzt wie die letztliche Hingabe ist. Oder etwas anstrengender ist, die Arme oben zu behalten, ein paar Zentimeter ausgestreckt zu halten, die Arme und oben, Handflächen nach unten. Das ist dann die freie Kreuzesstellung. Und du kannst auch die Hände hinter dem Rücken falten, beziehungsweise sogar über Kreuz hinter dem Rücken falten. Alles Variationen von Yajñasana. Und wenn du diese Yajñasana übst, dann stelle dir immer vor, dass es ein Darbringen ist, ein Opfern, eine Hingabe und auch eine Haltung der Demut. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Gefällt mir, Daumen hoch oder teile die Sendung mit anderen.